In den USA kann man bis zu 6 Monaten ins Gefängnis kommen, wenn man eine Dollarnote zerstört. Wie schaut das in Österreich aus? Nein, hier kommst du nicht ins Gefängnis. Du bist Eigentümer deiner Banknote. Das heißt, sie gehört dir und du kannst damit machen, was du willst. Aber die Banknote kann beispielsweise durch Bemalen ihren Wert verlieren. Das heißt, sie könnte in Geschäften oder bei uns hier in der ÖNB nicht mehr angenommen werden. Verwaltungsstrafen drohen bei höheren Beträgen, ab 15.000 Euro.